Das Klassenzimmer der Zukunft. Hier auf der Frankfurter Buchmesse erfahren die Besucher hautnah, wie hybrides Lernen funktioniert. Denn schon längst wird das klassische Lehrbuch durch die digitale Komponente erweitert. Das Klassenzimmer der Zukunft ist ein Leuchtturmprojekt der Frankfurter Buchmesse. Es geht hier um kreatives und exploratives Lernen an Schulen. Wir haben ungefähr 1000 Schüler, die hier das Klassenzimmer passieren, auch internationale Schüler und viele politische Delegationen, die Gespräche führen zu diesem innovativen Bildungskonzept. An verschiedenen Lernstationen können die Besucher jede Menge Experimente durchführen. Einmal ergänzt das Tablet ein Versuchsprogramm zur Verschmutzung der Meere, an anderer Stelle wird mit Hilfe von PC und Kamera eine digitale Bildergeschichte kreiert. Und bei der Station von Lego Education wird das naturwissenschaftliche Verständnis geschult. Lego Education entwickelt Lernkonzepte für den Einsatz in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen. Und dazu gehört auch das innovative Lego Mindstorms Education EV3. Mit den Robotern der dritten Generation sollen den Kindern die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, näher gebracht werden. Und das Ganze mit den weltweit bekannten und beliebten Lego-Elementen. Also nachdem man den Roboter fertig gebaut hat, geht man an einen PC rüber. Und da hat man eigentlich sozusagen einen Lego-Baukasten, nur im Digitalen. Hinter jedem Stein ist ein Befehl hinterlegt, die setzt man dann aneinander wie beim echten Lego, überträgt das dann. Und wenn das fertig ist, sollte das dann eigentlich so aussehen, der Roboter sollte sich jetzt einfach mal drehen. Hoffentlich macht er das auch. Genau, und dann hat man viele Möglichkeiten, den Roboter zu programmieren und es ist spielend einfach für Kinder zu verstehen. Je nach Aufgabenstellung müssen die Schüler den Mindstorms-Roboter verschieden programmieren. Hier auf der Messe soll ein Lego-Paket aufgesammelt und sicher ins Ziel gebracht werden. Und sollte es mal nicht klappen, dann tüfteln die Kids so lange weiter, bis es gelingt. Unterricht zum Anfassen. Das Ziel, was dahinter steckt, ist im Prinzip, die Kinder fit für ihre Zukunft zu machen. Die Kinder werden Berufe ergreifen, die es heutzutage noch gar nicht gibt. Und dazu müssen sie in die Lage gebracht werden. Dazu gehören Teamfähigkeit, die Fähigkeit, Probleme auf kreative Art zu lösen. Und mit diesem System können sie das sehr gut üben. Und es macht ihnen riesigen Spaß. Das sieht man den Jungs und Mädels auch an. Gemeinsam diskutieren und programmieren sie und staunen über ihre Ergebnisse. Es hat mir gefallen, einfach das abzuschätzen, das richtig zu machen. Und dann halt immer auszuprobieren, ob er dann so lang fährt, wo er lang fährt und wie er fährt. Ich fand es eigentlich ziemlich spannend. Das haben wir sehr gut hingekriegt für unseren ersten Versuch. Und ich bin schon ein bisschen stolz drauf, was wir hier geschaffen haben. Schneller Erfolg und somit eine hohe Motivation. Das zeichnet Lego Education aus. Denn auch für Anfänger wie Jan und Connor ist das Programm leicht zu verstehen und kann so schnell in den Schulunterricht eingebunden werden. Ich zum Beispiel habe mir das viel komplizierter vorgestellt, als es dann im Endeffekt ist. Man konnte zuerst einstellen, den Winkel, in dem er sich bewegt, links oder rechts, in welche Richtung er sich bewegt, vorne, hinten, nach vorne oder hinten, konnte man noch einstellen, ob er halt seinen Hebel bewegt, nach vorne oder nach hinten, nach oben oder nach unten meine ich, und dann noch konnte man einstellen, ob er Töne von sich gibt. Wer nun selbst kreativ werden möchte, kein Problem. Bis Sonntag haben Interessierte noch die Möglichkeit, in der Halle 4 beim Klassenzimmer der Zukunft vorbeizuschauen.